Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Und beim letzten Mal ist etwas Schreckliches passiert. Wir haben scheinbar einen weiteren Klon verloren. Nachdem Revi, wie wir alle wissen, verrückt geworden ist und versucht hat, Edgar anzugreifen, da mussten wir ihn natürlich töten. Allerdings gibt es bei Manu ein ganz anderes Problem. Er ist zwar nicht verrückt geworden, aber scheinbar ist sein Gehirn einfach nur Matsch. Denn wenn man versucht, mit ihm zu reden, kommt leider nur das dabei heraus. Scheinbar ist sein Gehirn Matsch. Und das ist ziemlich, ziemlich schade, denn er war natürlich ein treuer Freund hier im Kampf gegen die Tumore. Wir sind mit ihm hier in unser neues Leben geritten bei unserem Dorf, wo wir jetzt den Widerstand wieder aufbauen müssen. Ich habe mal die ganzen Items von Manu hier in eine Kiste getan. Von denen werden wir uns auch mal ein paar Sachen nehmen, denn der Typ war friggin' gut ausgerüstet. Der hatte besseren Kram als wir. Hier schön die Iron-Sachen, die gönnen wir uns ebenfalls und werden nochmal so ein paar Sachen hier in die Kiste legen. Denn die Saplings etc. brauchen wir nicht. Ja, Leute, gestern wurde ja angekündigt, dass es zukünftig ein paar PvP-Events geben wird. Und eine Sache, die ich in einem anderen Video auch schon angesprochen habe, es gab ein paar Verwirrungen. Und zwar werden die Leute, die zum Projekt eingeladen werden, die dann eben eine Folge beim PvP-Event dabei sind, die kämpfen für die Armee von Xaroth. Anders vom Konzept her ist es leider nicht umsetzbar. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es eine coole Gelegenheit und ich kenne das auch aus kaum einem anderen Projekt, eigentlich aus keinem anderen Projekt, dass man praktisch dann gegen gegen ein paar YouTuber so in einem Projekt kämpfen kann und sich vielleicht ein bisschen beweisen kann, wie auch immer. Nur gut, wir müssen jetzt erstmal gucken, gibt es irgendwas Neues? Bei Edgar scheinbar nicht. Dida, bei dir? Hey Palle, die lang erwartete Lieferung ist gerade an der Küste angekommen. Könntest du bitte die Ladung ins Dorf bringen? Natürlich, das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich habe auch irgendwie mitbekommen, dass der gute alte Kapitän, dass es mit dem so ein paar Probleme gibt. Aber jetzt schauen wir hier erstmal, ach Mensch, ich weiß zwar nicht, welches von euch beiden, aber eins von euch gehört auf jeden Fall Manuel. Da vorne sehen wir, also GLP, da vorne sehen wir schon die Anfänge unserer Mauer. Die werden wir heute auch weiterbauen, denn heute gibt es einen Minecraft-Livestream, heute am Samstag. Und ja, der wird von circa 20 bis 22 Uhr stattfinden. Falls ihr Bock habt, dabei zu sein, der Twitch-Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und dann von 20 bis 22 Uhr dabei sein. Und hier, Kapitän Schmierhose, was bist du denn für ein verrückter Typ? Du hast aber einen Fashion-Ohrring da am Start. Und es gibt nur zwei Leute vom Widerstand. Was geht ab? Alter, krass. Karotten, Potatoes, Pumpkin Seeds, Melon Seeds. Ey, da können wir uns auf jeden Fall im Dorf einen richtig, richtig coolen Garten anlegen, mit dem wir dann auf jeden Fall keine Essensprobleme mehr haben. Ich meine, wir hatten ja schon irgendwie so ein paar Äpfel und auch Potatoes etc. Aber hier die beiden Seeds und vor allen Dingen die heiligen Karotten sind natürlich nice. Wir könnten mal hier mit dem guten alten Typen quatschen. Kapitän Schmierhose. Ahoi, Paluten. Mein Name ist Kapitän Schmierhose. Kann ich etwas für dich tun? Wir brauchen dich und dein Schiff für weitere Transporte. Sehr gerne doch. Das kostet dich allerdings 30 Diamanten? Kollege, so viel haben wir nicht. Das ist natürlich schlecht. Aber Kapitän Schmierhose ist kein schlechter Mensch. Du scheinst auch in dritter Person von dir zu reden. Ist auf jeden Fall sympathisch, denn ich sage ja auch manchmal so ein bisschen oder rede von mir auch selber in der dritten Person. Wenn du mir den einen oder anderen Gefallen tust, dann helfe ich dir und dem Widerstand. Von was für einem Gefallen sprichst du? Was soll ich tun? Vor einigen Wochen wurde mein Schiff von Piraten überfallen. Sie haben das komplette Schiff geplündert. Um mein Frachtgut geht es mir aber nicht. Diese Penner haben den Lieblingsknochen meines verstorbenen Hundes geklaut. Was sind das denn für Assis? Es mag vielleicht komisch klingen, aber dieser Knochen ist für mich eine wertvolle Erinnerung. Kannst du das verstehen, Paluten? Natürlich! Ganz ehrlich. Also, wenn irgendjemand mir sowas klauen würde, wenn so das einzige Erinnerungsstück von meinem verstorbenen Hund, das würde mich auch auf jeden Fall komplett fertig machen. Das verstehe ich vollkommen. Wo befinden sich diese Piraten? Ihr Schiff ankert momentan einige Kilometer vor der Küste. Von hier aus immer Richtung Norden. Du kannst es kaum verfehlen. Heißt das, du hilfst mir? Ey, ganz ehrlich, natürlich helfen wir dir. Denn so sparen wir uns einerseits die 30 Diamanten und andererseits finde ich das vollkommen in Ordnung, ihm da zu helfen. Aber vorher muss ich noch das Schiff entladen.
Ja, das werden wir jetzt erstmal tun. Danke, Paluten. Vielen Dank. Die Piraten ankern dort für gewöhnlich 4 bis 5 Tage. Es bleibt also noch Zeit. Okidoki, Captain Schmierhose, wir holen den Lieblingsknochen von deinem verstorbenen Hund auf jeden Fall. Und wir werden jetzt mal ein bisschen... Haben wir überhaupt genügend Platz? Hoffentlich. Was haben wir eigentlich alles drin? Die Potatoes? Was haben wir hier? Alter, ist ganz nice. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir ab... Alter, 4 Schwerter. Und noch Clay, Coal. Ey, ich habe gar keinen Platz mehr. Doch, ich warte mal, mein Backpack. Müssen wir den mal kurz rauskramen hier. Packen wir vielleicht einfach mal den Cobblestone rein. Dann gönnen wir uns... Alter, da sind schon ein paar nette Sachen dabei. Kann ich das direkt in den... Ne, in den Rucksack... Ey, warte mal, komm, hier, zack. Direkt das ganze Holz. Ey, da können wir unsere Mauern auf jeden Fall ordentlich verstärken, um dann eben am 30.12. hier bestehen zu können. Nochmal ein bisschen Cobblestone, Iron Bars. Ist auf jeden Fall eine nette Ladung, die hier hoffentlich auch weiterhin wöchentlich eintreffen wird. Und Kapitän Schmierhose, wie gesagt, Bro, wir machen das auf jeden Fall. Jetzt aber erstmal wieder zackig, knackig zurück zum... Alter. Was sind das für Treppen, für Leitern, die hier runtergehen? Da werden wir uns aber gleich nochmal genauer angucken. Ich muss jetzt erstmal hier so ein bisschen den Krimskrams verstauen. Wo werden wir denn unser Lagerhaus errichten? Wo ist das denn am smartesten? Vielleicht hier direkt bei der Schmiede? Aber dann könnten mir die Sachen so ein bisschen hier reinfallen in die Schmiede. Ich glaube, ich werde sie erstmal rein provisorisch hier oben hinlegen, weil sowieso hier die meisten Sachen rumliegen. Warte mal, ein bisschen zumindest für Ordnung sorgen. Die Sachen brauche ich jetzt ja erstmal nicht. Karotten und so, die werden wir dann zukünftig schön verwursteln. Und auch kurze Info für all die Leute, die vielleicht beim Livestream nicht dabei sein können. Man kann sich den einerseits nachträglich nochmal auf Twitch angucken. Da werde ich einen Link auf jeden Fall in der morgigen Folge unten in die Videobeschreibung tun. Andererseits ist es auch möglich, werde ich auch eine Livestream-Zusammenfassung dann schätzungsweise am Montag oder so reinhauen, dass ihr auf jeden Fall informiert seid, was sich so am Dorf alles verändert hat, sodass da niemand rumquakeln muss. So, warte mal, jetzt müssen wir unbedingt... Ey, ich möchte wissen, was hier abgeht. Wieso ist da... Ist da ein Loch? Wo war das? Hier? Oh ja, hier. Alter Schwede. Wo geht's hier hin? Okay. Okay. Alter, was ist das? What the heck? Wo sind wir? Ordentlich Bedrock. Und was bist du? Teleporter. Labor 69. Als ob. Okay, was muss ich jetzt machen? Wow. Alter Schwede. Wo sind wir? Krass. Professor Ente. Oh Gott. Alter. Wo bin ich denn hier gerade reingeplumpst? Hilfe. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Ich muss hier irgendwie hoch. Kann ich das hier irgendwie... Ich muss ganz kurz mal kaputt machen hier. Das gibt's ja nicht. Wie nervig ist das denn? Warte mal, ich habe auch keine... Doch, da ist eine Spitzhacke. Damit kann ich das da oben auf jeden Fall abbauen. Das gibt es doch nicht. Alter, Professor Ente. Und wie oft ich in den letzten paar Sekunden Alter gesagt habe. Das ist ja skandalös. Oder komme ich da dann überhaupt hoch? Ich hoffe es einfach mal. Ach komm schon, jetzt lass mich das doch abbauen. Das gibt es doch nicht. Man sagt immer automatisch so nach unten. Weil ich habe doch hier... Habe ich doch Blöcke. Platziere ich den einen halt unter mir. So, schnell nach oben tauchen, damit das hier alles funktioniert. Das gibt es doch nicht. Warte mal jetzt hier. Zack. Den kann ich doch irgendwie auch hier platzieren. Da bauen wir uns unseren Weg hier ordentlich raus. Jetzt können wir hier auch wunderbar alles abbauen. Wir wollen hier eigentlich natürlich nichts zerstören. Professor Ente, wo sind Sie da? Guten Tag, Sir. Ich hab mir Sie zwar ein bisschen anders vorgestellt. Oh, hallo Paluten. Ich habe dich schon erwartet. Weiß, wer wir sind? Natürlich weiß ich, wer du bist. Ich beobachte dich schon seit dem Start von Varo 1.
Aber nicht nur dich, sondern viele weitere YouTuber sind seit dieser Zeit in meinen Fokus gerückt. Und warum? Wie du sicherlich schon weißt, beschäftige ich mich mit dem Klonen, egal ob Tiere, Menschen oder auch Monster. Allerdings gab es bis dato nie Probleme, bis ich versucht habe, den ersten YouTuber zu klonen. Egal was ich probiere, der perfekte Klon ist mir bei einer YouTuber-DNA noch nie gelungen. Lass uns in der Halle der YouTuber weiterreden? Mein eigener Klon erwartet dich schon. Folge einfach den grünen Markierungen. Ja, ist natürlich nicht so einfach. Die Leute mit den YouTube-Partnerkräften, die können natürlich nicht so einfach, geklont werden. Alter Schwede, was ist das hier alles? Okay, wir sollen den grünen Markierungen folgen. Machen wir das doch einfach mal zur Halle der YouTuber. Hallo. Krass. Hey, Gommel. Das hat auf... Ey, guckt euch an, wie viele YouTuber hier sind. Simon, Dena, Peter, Alter, Revi auch. Ich dachte, ich hätte mir getötet. Aber auch genauso wie GLP scheinen die alle nicht wirklich menschlich zu sein. Guck mal da vorne. Kongcrafter, Bergy, Kedos, Delay, Rotpilz, Mr. Moorgame, Kev, Debitor, Toby Nation. Alter, müssen wir aufpassen, ey. Nicht, dass der uns noch einen Handkantenschlag gibt. German Let's Play. Stegi, hi! Na? Was geht ab? Du alter Schlawiner. Itzi, Smurf, der alte Schlawinski. Von dir haben wir noch eine DNA, ne? Das MC Expert. Das ist ja krass. Versteckt sich da hinten noch jemand? Nee. Alter, das ist ja unglaublich. Da hinten geht's auch noch irgendwo rein. Da sind doch bestimmt auch noch ein paar Schlawiner. Aber nun gut, meine Damen und Herren. Was es mit der Halle der YouTuber auf sich hat, werden wir morgen klären. Pünktlich um 14 Uhr gibt es dann eine weitere Folge von Minecraft Freedom. Dann werden wir nämlich mit Professor Ente reden. Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von Freedom wollt, lasst sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, ciao.